Hier. Das ist das, was ich schon gefahren bin. Was soll's? Die Autobahn von München nach Dortmund. Wow, wie viel. Oh ja. Bin da dann unten noch Griechenland und Libyen und Ägypten. Naja. So. Stuhlgeräusch FTW, sage ich nur. Dann werden wir natürlich wieder noch Preis pro Streckeneinheit sortieren. Mich nach Stuttgart. Fahren wir was Kleines, Dortmund Düsseldorf. Und was ist das? So, ja, wir fahren. Na, wo ist es denn jetzt? Wo ist es denn jetzt? Dortmund Düsseldorf. Genau. Kommen wir zwar nur keine 3000 für, aber Dortmund Prämien. Oder wir machen den hier natürlich. Ach, ich kann mich nicht entscheiden. Ich kann mich nicht entscheiden. Puh! Doch, wir machen mal den hier. Ich hab Post. Yay. Ich freue mich. Sehr geehrte. Oh Gott, mein Stuhl, ne? Sehr geehrte Damen und Herren. Ihr unternehmerischer Erfolg ist uns nicht entgangen. Wir würden Ihnen gerne noch stärker dabei zur Seite stehen, Ihr Potenzial zu entwickeln. Es freut uns, da mitzahlen zu dürfen, dass Sie Ihre Kreditaufnahme in Höhe unseres Hauses von 500.000. Mama. Erhöht wurde. Ihnen steht jetzt jederzeit die Möglichkeit offen, bei ihrer örtlichen Bankfiliale über die Summe zu verfügen. Ach du Scheiße, 500.000. Ach du Scheiße. Mama. Das ist dann schon ein bisschen was, ne? Ja, ist das gleiche. 10.000 und auch 500.000. Ach du Scheiße. So, hier hau ich mir wieder gescheit hin. Mit der Stuhl aufhört zu quietschen. So. Fahren los. Motor an. Motor an Nummer 2. Was ist das überhaupt? Wir transportieren Autoteile, okay. Hauptsache ich verfahre mich erstmal. Das ist echt schlimm. Mein Navi? Nope. Wohin geht's? Nach Stuttgart. Ich glaube, solche nahen Fahrten werden noch recht einfach, ohne Navi zu fahren. Aber wenn wir dann so richtig schön große Fahrten haben und... Schafft er da Auflieger? Na, no, der schafft das sogar. Hätte ich jetzt nicht erwartet, ich habe gedacht, der Dutch ist da gleich irgendwo gegen. Den Scheinwerfer vergessen, und das Licht. Ich möchte auch was sehen, ne? Keine Ahnung, wo es hingeht. Mach mal links. Hoffen auf die Autobahn zu kommen. So, irgendwo steht Stuttgart. Ach, geht nicht, wir müssen rechts. Ich habe jetzt was spät gesehen. Naja. Liegt doch im Bereich des Möglichen. Was wollen wir überhaupt? Wir fahren einen Volvo, okay. Noch ist ein schönes Interieur. So. Was? Die Ampel ist. Warum will ich anhalten? Die Ampel ist doch grün. The fuck. Okay. Schon besser hier aus. Oder auch nicht. So. Geht hier nach rechts. Hallo, kleines Auto ohne Fahrer. Da ist doch kein Fahrer. Ach, dort ist doch ein Fahrer drin.
Und haben wir einen Fahrer? Ich habe einen Fahrer. So. Fängt jetzt schon gut an, ne, wenn ich nicht mal aus der Stadt rausfinde. Das wird doch eine Katastrophe. Ich weiß das genau. Schön. 50 km/h. Ah, ich glaube, wir haben es geschafft. So, das war zu wenig ausgeholt. Der Aufleger wäre fast angestoßen, aber wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. So, hier steht zwar 80, aber ich halte mich lieber nochmal an die 50, bis das Schild von der Stadt kommt. Und man könnte das alles ein bisschen gemütlicher machen. Stuttgart geradeaus. Man sieht echt nichts, ne? Das ist echt schlimm. Wir rocken eine Uhrzeit drauf. 20.55 Uhr. Achso, was wird es da noch macht? Okay. Los geht's, ne? Ich habe auch gesehen, ich denke immer, ich nehme so viel auf, ne? Dabei ist das eigentlich gar nichts. Ich denke mal so, ja, jetzt voll gerade aufgenommen, das reicht sich jetzt die Aufnahme, die ich gestern gemacht habe. Die reicht gerade mal für die Folge morgen. Oder die ich gestern gemacht habe. Das reicht gerade mal für die Folge morgen. Also das ist echt weniger als ich dachte, ne? Schon krass, deswegen nehme ich jetzt auch gerade auf. Weil ich nichts Besseres zu tun habe. So, Stuttgart ausgeschildert. Für wen fahren wir? Steht hier, ach, das steht auf den kleinen Dino. LKW-Log GmbH, das werden die nie finden, da werde ich dann das Navi einschalten. So. Ich glaube, ich kann da eine Fette was erkennen, aber ich weiß nicht was. Und jetzt ist es weg. Komisch. Ach, es war eine Brücke. Okay. Die Brücke ist aber verschwunden und dann wieder aufgetaucht. Okay, es ergibt alles Sinn. Also, ein kleines bisschen zumindest. Ganz kleines bisschen. So. Ist doch nicht so spannendes. Wieder kein Gesprächsthema. Habe ich ja vorhin schon mal angesprochen. Einfach mal, dass ich jetzt langsam nochmal Kommentare unter dem Video einfinde, die mir sagen, ey, red mal über das, du Wichser. Nee, vielleicht ein bisschen netter auch, ja. Fände ich besser, fänd ich auf jeden Fall besser. Oh, ich bin auch noch ein bisschen müde. Es ist nämlich erst 3 Uhr. Also, nachmittags. Oh ja, ich bin erst vor einer Stunde aufgestanden, aber es wären zwei Ferien. Was soll ich denn sonst machen? Wecker stellen? Nein, ganz bestimmt nicht, ne? Ich will kein Tempomat auf 80 und 88, aber ich will auf 90. Gib alles. Nein! Jetzt! Auf jeden Fall Skiller am Start, ne? Und die Route werden wir noch fahren. Ich denke, da werde ich gleich Bäuschen machen. Mal gucken, vielleicht fällt mir auch selber was ein, worüber ich sprechen kann, weil es bringt einfach nichts, wenn ich jetzt einfach rumfahre und darüber rede, dass ich nicht weiß, worüber ich reden soll. Ja. So. Fahren wir mal rechts rein. Oh, oder ich will gar nicht wissen, was passieren würde, wenn ich das echt machen würde, ne? Wenn man so mittleren Streifen anhalten und nach rechts in die Tankstelle reinfahren. Oh Gott. Warum bin ich überhaupt da reingefahren? Ich habe keine Ahnung. Oh
komm, tanke ich einfach mal an, weil ich es kann. Ich muss das auch noch nicht zahlen, ne? Deswegen kann ich jetzt ruhig. Dupdi-dup, wir tanken und tanken und tanken. Oh, da war zwar ganz schön was neu. Ja, okay. Gewiss haben wir allgemein einen großen Tank. Wenn man den Tank jetzt so, was er jetzt gedankt hat, 750 Liter. Was so mit dem normalen Auto vergleicht, ist das schon krass viel, ne? So, komm auch gut durch. Und kann gleich weiterfahren. Warum ich immer hinten ausgucken will, ich kann auch einfach durchs Spiegel gucken. An sich will ich doch, wo ich hinfahre. Aber na gut. Solange wir hinten verbauen, ist das schon gut. Dann passt alles. Ich habe sogar noch nie in den Nestern Ufer gebaut. Mit irgendwas Großes. Auto hat mich schon mal angedatscht, aber sonst noch nie groß Schaden kassiert. Ist doch ganz gut, ne? Ich bin zufrieden. Was hier ist, ich habe keine Ahnung, weil ich zu langsam mit dem nächsten war. Und noch was ein Auto reingefahren wäre. Aber es ist kein Unfall, es war ein Fastunfall, aber kein Unfall. Wie viele Fastunfälle wir schon hatten, will ich gar nicht wissen. So, haben wir nochmal. Ach, den haben wir vorhin überholt. Da sind wir in die Tankstelle gefahren, jetzt überholen wir ihn wieder. Die Autobahn bekommt auch bald das Abzeichen für die kurvigste Autobahn der Welt. Welche ist das überhaupt? Die gute alte A8, ne? So. Schwerer Down, da werde ich gleich wieder mich muten dürfen. Nicht wundern. Bin ich wieder. Wie gesagt, es wird gleich eine kleine Störung geben. Ist ja auch schon fast da. Also über die Hälfte des Weges haben wir auf jeden Fall schon geschafft. Das ist alles ziemlich schnell. Ich sehe, dass wir noch die ganz kleinen Aufträge fahren. Also ganz schnell vorziehen. Eben die Vorfahrt nehmen. Und weiter jetzt. So, 90 km/h. Schön in den Tacho gesetzt. Nicht den Tacho, den Tempomat. Das ist was ganz was anderes. Shortcut geht nach rechts, oder? Ja. So. Man hört sich auch schreien im Hintergrund. Kann man sich jetzt natürlich zu aufregen, aber... Wir sind gleich da, das müsst ihr nicht mehr so lange tragen, wenn ihr es hört. Ich hoffe natürlich für euch, dass ihr das nicht hört, das will ich niemandem zutrauen. So. Ist schon ganz schön dunkel, ne? Also wenn ich jetzt kein Licht an hätte. So. Hier an. Ich weiß wohin. Setze ich weit, ne?
Und das ist in Stuttgart. Und das ist meiner noch Ampel, die gleich auf Kutschhalle in Stuttgart. Ich dachte, ich habe einen Unfall gebaut. Ich dachte schon. Ist das eben unsere erste rote Ampel in Stuttgart? Alles das gleiche. Fast. So, ist ja auch schon fast da. Was ich so schade in ETS2 finde, ist, dass die Städte so klein sind. Mal gucken, ob ich mich dann nach Modden schauen kann, dass die Städte größer werden. Ich bin gefreut, da wird es ja Probleme mit dem Map-Mod geben. Wenn eine andere Map-Mod holen, würde ich mal. Komm, werd grün. Kurve und jetzt um die andere Kurve. Schnell! Aha. Und dann den Warnblinker an. Und versuchen einzupacken. So, ich glaube, es geht schief, ich bin mir nicht sicher. Ich komme mit der Steuerung nicht zurecht, ich weiß nicht warum. Irgendwie lenkt der immer zu stark. Okay, das kann ich gleich aufgeben, das war verkackt. Ist verkackt. Tut und tut. Was? Sag ich ja. Welches Level? Oder auch nicht? Nee, anscheinend nicht, oder? Auch doch, wir sind im Level gestiegen. Wir werden das gar nicht mehr machen. Brennbare Flüssigkeiten. Ich kann all. Ich kann mir austun, was. Ach so. Ah, ja, okay, ich mache aber das hier. Und verabschiede mich für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. So, hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Let's Play ETS 2. Und wir werden uns auch gleich einen neuen Auftrag annehmen. Und mal gucken, ob wir heute 1000 Kilometer schaffen, weil ich habe ja gerade gesehen, so ganz professionell, während ich die Auftrag gesteuert habe. Wir haben hier schon 843 Kilometer. Das heißt, so lange dauert es ja gar nicht mehr zu den 1000. So, was fahren wir denn? Oh, der bringt 6000. Von Frankfurt nach Duisburg. Wenn ich mal kurz... Hier, wähl mal wieder ab. Wähl ab, wähl ab. Geht das nicht? So. Ja, haben wir halt schon. Das die größte Strecke erkundet, weil ich will jetzt mal ein bisschen drauf gehen, damit ich hier mehr erkundet bekomme, ne? Mal gucken, ob es hier noch irgendwo was anderes hier von 8000. Genau, da waren wir noch gar nicht mal komplett in ein anderes Land, in Italien, oder? Ist eine Grenze? Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich glaube schon, ich weiß aber nicht. Dann nehmen wir den mal an. Wir fahren von München, oder? Ich glaube schon. Oh, ich dachte schon, das Spiel spielt wieder ab. Gut. So. Oh, es bist noch, okay. Es ist Nacht, okay. Außerdem habe ich mich entschieden, dieses kleine Navi da rechts unten zu lassen. Ich werde das nicht wie dieses komische Rahmen haben. Ich werde es einfach so lassen. Ohne blöden Rahmen oder so. Einfach so. Ich schalte es noch dran, was ist das denn diesmal? Ja, ist irgendwie immer das gleiche. So.
Aber ich stoße wieder nirgends an, weil man sieht in den Spiegeln im Regen einfach nichts. Wenn es dazu noch nachts ist, dann sieht man dann noch weniger. Also weniger als nichts, ne? Ja, ist klar. Kein kleines bisschen sieht man. So. Ich hoffe, mein Nerv hört gerade nicht, dass bei mir draußen rumgelabert wird. Vor der Haustür. Naja. Ich hätte natürlich auch professionelle Fenster zu machen können, aber hallo, sind wir hier bei. Keine Ahnung. Gronk? Nee. Also. Komm schon, die ist grün. Ja, die ist grün.